Da. Stell mal. Nicht. Nicht. Stoß schon erst. Kann das für 5 Kilo? Komm nicht. So. Wiege, wiege, wiege. Nein, ja, gewichtiger. Du bist so geklatscht, sorry. Was? Warte, was ist das passiert? Du, die Koja Snager. Es ist nicht schwer. Nein, es ist nicht schwer. Pozdrav, prijatelji, i dobrodošli u naš novi video. Danas se nalazimo u jednom malom home gymu. To jest jedan gym od jednog vrlo poznatog strongmana iz Austrije. No, nije samo strongman, već se bavi sa wrestlingom. To i puno više sada u našem intervju od njega saznajte. Ja sam Schwabo Wolfgang Hell. Deset ljudi, pored mene, Wolfgang Hell, bivši powerlifter, aktuelni strongman i wrestler. So, damit du dich kurz mal vorstellst, Alter, Größe, mit wie viel Gewicht du vielleicht begonnen hast und wie viel du jetzt wiegst. Also, ich bin jetzt 32. Ich habe mit 12 Jahren Training angefangen. Mit 14 Jahren habe ich die erste Staatsmeisterschaft im Powerlifting gewonnen. Wo war die genau? In Lienz. In Lienz, okay. Ja. Danach habe ich noch 6 Staatsmeisterschaften gewonnen. Europameister, Weltcup, Schweizer Powercup und also so weiter. Doch einige Erfolge schon. Ja, im Powerlifting habe ich eigentlich ziemlich alles gewonnen, was es zum Gewinnen gegeben hat. So viele Leute wissen auch nicht, was jetzt wirklich der Unterschied ist zwischen Powerlifting und Strongman. Ganz einfache Erklärung. Powerlifting sind 3 Disziplinen. Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben. Okay. Und Strongman zum einen ist schon mal der Sport des stärksten Mannes der Welt. Also in dem Sport wird der stärkste Mann der Welt gesucht. Und beim Strongman gibt es viele Disziplinen. Im Strongman musst du nicht nur stark sein mit Kniebeugen machen und Kreuzheben, sondern extrem stark in die Schultern. Also du musst einfach alles stark sein, die ganze Kombination. Die ganze Person. Die ganze Person, also ja. Jede Muskelgruppe. Jede Muskelgruppe, außer, ich sag mal, Brust oder so, ist jetzt nicht so wichtig, weil ein Bankdrücken gibt es beim Strongman nicht. Aber dafür Überkopf mit Loglift, also Baumstammstämmen und ein Ballonsechsel. Also da geht alles über Kopf aus. Gibt es einiges, ja. Alles klar. Da gibt es sehr, sehr viele Bewerber, ja. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt mit Powerlifting beginnst und nicht mit dem ganz normalen Bodybuilding? Nein, ich wollte immer eigentlich stark sein. Also Optik war für mich damals nicht wirklich wichtig. Okay. Von dem her, breit, dick, egal. Aber jetzt so definiert und so, das war damals also für mich einfach nicht wichtig, was sich mittlerweile geändert hat. Von dem her. Hat mit dem Wrestling zu tun. Also wir werden jetzt schauen, ein Freund von mir, der Chris Raber. Hast du mir Freunde gegeben? Chris Raber, ehemaliger WWE-Wrestler. Und eben ein guter Freund von mir und Besitzer vom Catch Wrestling Dojo in Leoben. Wir bereiten uns eben darauf vor, auf mein Wrestling-Debüt. Wie sieht es mit der Vorbereitung aus? Die wird dann bestimmt anders sein wie für Powerlifting oder Strongman. Ja, klar. Wrestling-Training im Ring, eh klar. Griffe, Würfe, Schläge, was es alles noch gibt. Aber das Gym-Training bleibt bei mir eigentlich dasselbe, nur dass ich umgestellt habe auf ein Training, wo mehr die Optik im Vordergrund steht und die Kraft eigentlich nicht mehr so wichtig ist momentan. Also im Strongman-Bereich, da bin ich in der ASF, das ist die Austrian Strongman Federation, in der ersten Liga, also in der Profiliga. Aber durch das, dass ich Bizepsabriss gehabt habe und 3 Operationen letztes Jahr, habe ich das Jahr keinen Strongman-Wettkampf mehr im Sinn und auch nicht gemacht. Aber nächstes Jahr schauen wir. Wie war es jetzt genau mit den Verletzungen? Wie hast du das verarbeitet oder wie sind die überhaupt passiert? Also 2014 im Oktober habe ich einen Weltrekordversuch gemacht im Auto überdrehen. Also das heißt von den Rädern aufs Dach und wieder auf die Räder zurück. Und da wäre der Weltrekord gewesen 650 Kilo, also hat das Auto. Ja. 7 Überschläge in 3 Minuten. Und also das war in eine Richtung, wäre das gewesen, immer gut aus. Und
Und ich habe da die gute Idee gehabt, beim Stockcar Crash Challenge in der Area 47, das zu machen auf Lehmboden, wo sie eben gefahren sind. Und natürlich habe ich den Platz nicht gehabt, jetzt habe ich immer hin und her laufen müssen, oder? Und ja, also beim fünften Mal überschlagen, oder beim Anfang vom fünften Mal überschlagen, war ich erst bei 54 Sekunden, aber da ist noch genau der Bizeps abgerissen. Zack. Wie Fehler. Ja, kann passieren in dem Sport. Ja, Gefahren sind immer dabei. Ja, es ist das Auto überdrehen ist auch ein Part of Strongman-Wettkämpfe. Also es ist nicht nur Show, sondern es gibt es wirklich als Wettkampfdisziplin auch. Ja. Okay, habe ich auch zum ersten Mal gehört, aber... Kann man auf meiner Facebook-Fanpage nachschauen, das Video gibt es. Okay. Wie heißt die Seite? Wolfgang Hell. Wolfgang Hell, da gibt es Sinn, ja. Schon. Also ich habe viele Probleme gehabt. Nebenbei habe ich noch einen Bruch gehabt in der Bauchdecke. Kam das auch vom Sport jetzt oder was? Ja, da habe ich einmal mit 300 Kilo Seriengreiz gehabt, ohne Leistengurt. Und dann hat das irgendwie den Knopf da am Bauch nicht gut gefallen. Und ja, bei 300 er hat sich verabschiedet. Bei 300 Kilo? Ja, war nicht so eine gute Idee. Also, ja. Aber wie gesagt, das ist auch zusammengeflickt. Eigentlich ist es zweimal zusammengeflickt worden, weil beim ersten Mal haben sie nur das Loch zugenäht. Das hat ungefähr 3-4 Wochen gedauert, dann ist der Bauchnabel wieder rausgesprungen. Und jetzt ist ein Netz drinnen, so jetzt 10 auf. Jetzt soll es halten, oder? Jetzt soll es halten, aber so schwere Gewichte mache ich nicht momentan und bin ja jetzt momentan nicht trainiert auf das. Du machst jetzt mehr für die Bühne, also für Wrestling? Ich mache jetzt mehr für Wrestling, weil es hätte keinen Sinn gemacht, dieses Jahr zu starten, weil ich die Kraft einfach nicht mehr hingebracht habe. Und starten zum Letzter werden oder sich zum Blamieren, das ist nicht sich, ja. Das, was ich im Sinn habe. Ja, wie sieht es denn mit der Ernährung aus? Weil die hast du ja bestimmt auch umgestellt jetzt vom Powerlifting auf Wrestling. Vom Strongman auf Wrestling. Vom Strongman. Aber Powerlifting ist die Ernährung eh. Eigentlich das Gleiche. Also alles, was mit Kraft zu tun hat. Ja, ich bin jetzt in letzter Zeit ziemlich auf Low Carb gefahren. Okay. Low Carb heißt nichts anderes, als wie die Kohlenhydrate zu reduzieren. Senken, ja. Über den Tag. Und habe das Training eben umgestellt. Ich fahre mit Eiweiß relativ hoch, auf 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ganz nebenbei, wie viel wiegst du denn überhaupt? Ja, jetzt so um die 120. Also normalerweise, okay. Normalerweise, also von 135 bin ich jetzt alle gegangen. Und jetzt so um die 120 habe ich noch auf 188. Wie schaut es mit der Kraft aus? Du wirst bestimmt auch merken, dass die zurückgeht, oder? Wenn du jetzt die Ernährung auch umstellst. Das ist sicher so, allein schon durchs Low Carb. Man fühlt sich halt oft gepeitscht, sage ich mal, weil davor hat man einfach gegessen, bis zum Explodieren, 10.000 Kalorien oder so mit den Supplements und so weiter, also Weight Gainer und so. Mit dem bin ich auf die Kalorien hingekommen. Und da hast du immer eigentlich Kraft zur Verfügung gehabt, aber jetzt durch das Diäteln, jetzt bin ich genau an der Grenze, oder? Ich führe so viel zu, dass ich doch noch ein Defizit habe, also dass ich mehr verbrauche, als wie ich brauche. Und wieder ganz. Opa. Ganz eineinhalb. Eineinhalb. Würde ich sagen, der Bolli wird wohl nicht. Schau, nicht Land in diesem Jahr. Oldschool, to je baš oldschool. Evo ljudi, vidite, završili smo trening. Šta vam kažem, ovaj lik ovdje, znači nije on čovjek, on ti je, ne znam, ona ti je neka životinja, znači ta snaga, to ne postoji. Ansonsten, wird's dir gefallen? Dobro. Dobro. Znači, sviđa mu se i... Šta ima da kažeš? Znači to fast u zadnju? Ništa. Ništa. Hajde. Hajde ljudi, vidimo se. Ako želite još nešto da saznate, samo nam napišite poruku meni ili Tomislavu. I to je to, vidimo se. A još za kraju, ajmo di biceps, poziv da biceps odgaj. A zašto? Zašto? Vidite. Same. Cahaj. Ti si...
Ja vam kažem, on nije čovjek, ljudi. On je, ne znam ja šta je. Vidimo se. Vidimo se. Prijatelji naš, prijatelji. Wolfgang, imaš nešto da kaže vama? Upadajte u tim Balkan Fit. Čuli ste ga, upadajte u naš tim Balkan Fit. U naš tim.